Eng. Nuke wird gespielt. Lange nicht mehr gesehen. Freue ich mich auch wieder drauf. Also, das startet doch perfekt. Ja, vom Gefühl her, die Hellraisers in den letzten Wochen nicht so in Topform. 3D Max eigentlich kein schlechtes Line-Up, aber wer weiß. Auch hier natürlich in der Knife Round entscheiden, auf welcher Seite man anfängt auf Nuke. Das kann das ganze Spiel schon ein bisschen beeinflussen. Und wir schauen. 3D Max im Moment in der, auf der T-Seite in der Knife Round. Ich das gleich auch so zeigen wird. Das ist die andere Fall. Angel, schöner Laufweg. Kann da ja, zwei gut anhitten, aber die Runde sieht sehr, sehr gut aus. Jawohl, Kucher geht down. Dreimal überleben bei 3D Max und damit die Knife Round für die Finnen. Und die werden ganz sicher nicht auf der CT-Seite anfangen. Überraschend. Hätte ich ja jetzt nicht erwartet. Ja, das spielt dem Ganzen vielleicht ein bisschen in die Karten. Hellraisers auf dem Papier zumindest ein bisschen der Favorit. Mal schauen, wie langsam sie das Spiel heute angehen. So, noch nicht live. Halten sich aber halbwegs an den Plan. Also wir haben 18.06 Uhr und das Spiel ist schon in Ansätzen live. Also, das ist eigentlich schon, eigentlich ist das regulär vor der Zeit, wenn es so läuft. Wenn man das so sieht. Und jetzt aber Pistol Round, 3D Max auf der CT-Seite und die Hellraisers auf der T-Seite. Wir schauen mal auf das Equipment der Ts. Komplett Kevlar. Interessant, eventuell schnell außen. Für Halle meiner Meinung nach nicht perfekt. Das sieht schon fast aus, als würden sie die Richtung, na, sie splitten. Ja, sie spielen sehr, sehr langsam. Überraschend bei Hellraisers. Zu dritt in der Lobby. Zwei über außen, die da ein bisschen Stress machen. Und da setzen sie auf den First Track. Angel mit dem First Track. KHRN. Gutes Timing eigentlich beim Push. Setzt aber wenig bis keine Hits. So, und jetzt hat er Probleme. In der Halle wird er jetzt, wenn er Pech hat, komplett überfahren. Ja, keine Chance. Da wird er nichts machen können. Holt aber noch viel Zeit raus. Oder spielt er gut? Das spielt er eigentlich sehr, sehr gut. Auch wenn er nur einen Frag zieht. Holt aber nochmal Zeit für seine Mates raus. Xate und Nato schon sehr, sehr schnell wieder da. Gute Hits. Boah, schöner Headshot von Xate. Damit eine 3 gegen 2 Situation und Angel und Simple jeweils mit Low HP. Noch eine Flash am Mann. Schöner Frag von Xate. Oh, Xate mit dem nächsten. Dosia mit einem guten Laufweg da über Cat. Ja, und Nato muss jetzt überlegen, wie er das spielt. Oh, und Dosia fällt. Kit, kommt er noch dran? Oh, das wird eng. Nein, das schafft er. Das schafft Natu. Schöne Pistol Round, dann doch nochmal gedreht durch die Frags von Xate da über den Cat. Darf natürlich nicht passieren. 3 Stück insgesamt von ihm. Ja, da hatte vielleicht noch ein bisschen wenig Equipment dann bei Hellraisers. Man konnte weder die Main upsmoken, um da ja, ein bisschen Ruhe zu haben, noch den Cat upsmoken, um da ein bisschen ja, abzuschirmen. Dementsprechend. Guter Retake. Ah, vielleicht auch gerade einfach ein bisschen die Hits gefailt. So, Hellraisers mit einem Force Bio. Schöne Shots von Natu. Nimmt da Angel raus. Das ist natürlich bitter, wenn du so in die Runde startest. Markelov mit der RK. Man hat aber noch nichts verraten. Jetzt aber klar, dass auch die Hellraisers gekauft haben. Ein HP da noch bei Xate, der kommt weg. Außen schon eingenommen, aber das bringt Hellraisers im Moment nicht so viel. Simple versucht es mit der Deagle, die kann er. Kaum sag ich's, wird er nervös. Nicht jeder ist ein Kräuterhumpen. Wenn ihr selbst der Satz vom Essen nicht wegbringt, dann weiß ich auch nicht. So, Dosia und Markelov. Ich muss mich kurz wieder wiederholen. Da war er doch. Der klang aber noch ein bisschen heiser. Naja. So, jetzt ist es nur noch Markelov. Nochmal gute Hits, aber der wird da keine Chance mehr haben. Komplett umzingelt. Ja, wo soll er denn groß sein? Ja, gucken wir mal da. Waffe wegbringen wird halt auch schwer. Das werden die CTs sich auch nicht geben. Markelov move, das sag ich so perfekt. Weicht da allem aus, aber nicht Reflex. Und damit 2 zu 0. Das ist natürlich dann durch die Byron da gerade eine teure Runde. Aber kein Problem, dann legt man halt jetzt die Eco ein und kauft dann nächste Runde. War auf jeden Fall nicht verkehrt von Hellraisers hier zu kaufen. Das hätte eine gute Überraschung werden können. Ja. War es aber nicht.
keinen Frack gezogen. So, Xate aktuell außen alleine. Nur mit der Farmers. Oh, der kriegt Spaß. Geht down gegen Simple. Nicht gut gedeckt und Simple mit dem nächsten. So, komplett außen durchgegast. Natu noch eine ganz wichtige Position jetzt gleich. Steht da gar nicht so schlecht, aber Catwalk wird gepusht. KHN hat das aber auf dem Schirm. Also gute Calls auf Seiten der CTs. Spielt da riskant gegen Pommes, aber man weiß, man sollte wissen, dass die meisten oder ein Großteil außen gegangen ist, wenn nicht so alle. Hat aber immer wieder trotzdem nochmal Fokus da auf die Pommes. Und Reflex ist auch noch da. Auch noch eine wichtige Position. Eine gute Deckung eigentlich von den CTs. Stehen da etwas riskant, aber so wie sie spielen müssen und die einzige Option, die sie gerade noch haben. Aber auch die Hellraisers mit einem guten Call gehen jetzt auf den unteren Spot. Bombe kann gelegt werden. 4 gegen 3. So, aber 3D-Max entscheidet sich. Ja, sie müssten es eigentlich versuchen. Sie haben eben eine 5er-Runde gehabt. Die Runde jetzt abgeben wäre extrem bitter. Equipment ist auch noch ein bisschen da gewesen. Kucher, schön gegen KHN. NATO noch. Ja, und der Retake ist fast unmachbar. Obwohl, die Bombe liegt eigentlich ganz gut für sie. Ja, jetzt ziehen sie aus beiden Löchern raus. Gutes Timing von den Ukrainern. Da ist auch die Legende da. Und da haben wir noch. Na, hast du dich eben verschluckt oder was? Nö. Da ist nur die Stimme noch ein bisschen weg vom Wochenende. Ja. War eh schon krank, oder? Ach, ich denke mal, da kann man nochmal im Chat ein lautes Oh schreiben. Oh. Ja, wir können ja mal ganz kurz, jetzt haben wir, wir haben noch eine Byron, wir gehen gleich mal in die nächste Echo und schauen mal, Disturbed, no, was auch immer, zumindest nicht da, eine Mac 7, ah, ist gecrashed, klasse, startet man super in so ein Spiel. Wer ist denn gecrashed? Disturbed. Oder läuft, ne. Ja gut, dann ist er doch nicht gecrashed, ah, NATO ist sich einfach nur vertan. Gute Hits wieder an der Rampe. Es war wieder NATO und wieder gegen Angel, die gleichen Hits wie eben. Und da ist Angel gerade schon mal ins Briefer reingelaufen, habe ich gesehen. Ja. Aber Hellraisers außen schon komplett eingenommen, keine Deckung von den CTs, außen komplett aufgegeben. Aber spielen außen halt offen, man sieht direkt im Abgang Spieler Reflex, steht auf Minishits, wird dann direkt crashen jetzt, zack, sind die Crash nicht optimal. Nee, alles andere als das. Ah, hat aber die Info. Kann angesagt werden. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Wir haben noch im Forum Markelov, der jetzt Rampe noch ein bisschen Stress macht. Und Reflex hat eine gute Position. Boah, so viel dazu. Damit ist eigentlich die Runde fast verloren. Nato ausrastet. Oh. Aha, auch noch. Boah, schön von Razor ist noch Disturbed über Rampe. Ja, Spieler sind bekannt. Wer weiß. Hat noch gut HP im Gegensatz zu den T's. Ja, zieht aber sofort rum. Das war aber auch auf den letzten Drücker. Muss natürlich rumziehen. Ja, einfach in der Sekunde, wo unten der Spieler gestorben ist von den T's, war einfach die Runde eigentlich schon verloren, weil überhaupt keine Deckung mehr da war. Und ja. Eco bei 3D Max. Ja, wie schätzt du es denn ein? Hellraiser ist ja mit einem Wechsel und die letzten Wochen, ja. Ja, nicht so eine bestechende Form. Also Hellraisers war ja mit das enttäuschendste Team, was es gab, würde ich behaupten. Ob die, als das Team damals Astana oder jetzt Hellraisers, sag ich mal, gegründet wurde hier, die wurden ja, da waren ja die größten Erwartungen drauf und jetzt spielen die ja komplett unter ihren Möglichkeiten und mit Simple haben sich zwar einen starken Spieler reingeholt, aber ob es jetzt reicht, weiß ich nicht. Weil es war ja nie ein Spiel, es war, lag ja nicht an einem Spieler bei Hellraisers. Nee, absolut nicht. Irgendwie war ja immer ein totaler Ausfall, keine Ahnung. Ja, vielleicht lag es auch ein bisschen. Ich weiß nicht, ob es ein bisschen vielleicht so am Spielstil liegt. Ja, gerade sieht es ja ein bisschen anders aus. Also sie spielen zumindest auf der Map jetzt. Okay, sie wissen aggressiver. Jetzt gerade, die Gegner haben. Die Gegner haben eine Eco, da gehen sie halt ein bisschen mehr mit Gas vor. Oder gerade auch in der eigenen Eco sind sie mit Gas vorgegangen. Und ja. Schauen. Solide Runde. Aber bei Hellraiser sieht man ja ab und an mal diesen. Ganz selten, aber ab und an sieht man auch mal schnelle Gruppen. Jetzt bin ich
wahrscheinlich. Meinst du so ein Halle-Rush, ja? Ich wette, wir sehen nicht einen Halle-Rush in dem Spiel. Na gut. Nee, ich wette mit dir nicht mehr. Hab's ja auch noch nicht mal bekommen. Ach ja, stimmt. Ja. Ja, merken wir das, mein Freund. Ja, und 3D Max immer noch kein Geld. Ja, wenig Equipment. Zwei Flashes. Ist das ein bisschen buggy? Kann das sein? Nö, die haben wir, oder? Ja, also weiß ich nicht. Sieht so aus, weil gerade ist aus der Smoke eine Fläche geworden, meine ich, an der Rampe. Also dann ist es gerade buggy. Ja, das ist dann. Achso, okay. Schon wieder ein neues Feature. Klasse. Ich dachte auch wenig Equipment, aber anscheinend nicht. Also können wir es euch nicht sagen, aber es sieht nach gutem Equipment aus, zumindest jetzt, in Sachen Nades. Scheinen sich jetzt auch diesmal dafür zumindest anfangs auszudecken. Xata hat halt kurz offensiv geschaut, jetzt steht er wieder in der Main. Hellraiser spielt wieder in Außen mit Smokes. Ja, Hellraiser ist im Moment ja, viel über Außen gespielt bisher in dem Spiel, auch erfolgreich. Ich weiß gar nicht, ob 3D Max jetzt so eine Standard-Awe hat, also festgelegte AWP. Hm. First Track. Ich kenne zwar alle Spiele, aber ich wüsste jetzt nicht, wer deine Awe ist. Ja, geht mir ähnlich. NATO eventuell, glaube ich, spielt das ab und zu mal. Da geht jetzt runter, Rampe, NATO verschiebt, gut, aber jetzt hat Harris halt ein Problem. Bombe ist unten, an der Rampe, aber die... Und jetzt splitten sie eigentlich ganz gut. Oh, sehr schön, NATO, noch ein Headshot. Bakucha hat eine gute Pose im Schacht. Ach, spielt er sehr, sehr gut. Zieht am perfekten Moment nochmal weg. Disturbed jetzt gegen zwei, beide mit Low HP. Aber trotzdem gut positioniert. Die AE macht keinen Schaden. Boah! Schöner Headshot. One-on-one. Oh, und macht den Frag gegen Angel. Aber kein Kit. Weiß nicht, ob es reicht. Aber wieder. Jetzt, ja. Okay, jetzt war es halt. Sollte reichen. War es, würde ich behaupten, lucky, weil halt der Schachtspieler stirbt. Ja. Eigentlich überhaupt nichts passieren darf. Auch wenn er ihn da irgendwie blind lackt, aber es darf einfach nicht passieren, der Spieler muss eigentlich gar nichts machen. Und wieder aber Probleme bei 3D Max, weil halt nur NATO unten ist. Und NATO stirbt und der ganze Spot ist offen. Und Harris hat halt alles eingenommen, Schacht, Rampe. Und man hat gesehen, Angel macht direkt zwei Leute im Schacht, oder Kucha war es glaube ich, macht direkt zwei Leute im Schacht. Und damit war die Runde eigentlich verloren. Ja. Bis dato eigentlich im Schacht gut gespielt, da, ne, das ist Rumflashen. Halt, das, wie du schon gesagt hast, das Rumziehen das zum Schuss, das war unnötig. Na, echt eine gute Deckung. Mal schauen, ob man sich ja wieder auf das Pre-Fire an der Rampe einlässt gegen NATO. Das macht keine Hits. Also auf jeden Fall sehr unkonventionell, wie 3D Max außen deckt. Mit den einen Main-Spieler. Jetzt haben sie zwar einen Abgang, aber richtig safe ist es auch nicht. Jetzt ist eine gute Doppel. Und Simple mit der AWP. Das Track disturbed. Ja, das haben Spiel, eine schöne Flash. Ja, spielt er gut. Da kam der Support. Sofort weggegangen. NATO an der Rampe auch komplett gegen die Flash gespielt. Oh, da gehen jetzt aber auch alle einzeln. Jetzt ja. Will Markloff auch noch durch die Smoke. NATO steht da recht gut. Hat auch nochmal Support von Disturbed. Schöne Flash vom Timing her. Guter Frag von Disturbed. Mit NATO müssten sie aber eigentlich noch rechnen. Ja, rennt dann auch nochmal einzeln vor. Jetzt ist es noch simpel mit der AWP. Klügste Entscheidung wäre genau dahin. Aber dem ehrlich gesagt, das sieht gerade ein bisschen planlos aus. Das Einzige, was bei Harry das einstudiert aussieht, ist halt der Außen-Go. Aber da haben sie halt auch nur zwei Smokes. Und ja, und da hat man gerade gesehen, die Smokes kommen, aber dann kommt halt eine gute Flash. Abgang kommt hoch und alle sind tot. Also das sieht halt so ein bisschen random gerade alles aus. Ja. Auch die Rampe. Einer geht auf Frag vor, dann chippt Markolov und weiß nicht so recht, gehe ich durch die Smoke oder nicht. Und ja, also richtig Plan hinter steckt da glaube ich gerade nicht. Ah, simpel. Zwei schöne Frags. Bringt die Waffe durch. Ich denke, den ihr Plan, in Anführungsstrichen, ist gerade halt einfach wie auf allen Maps, Inferno und so, auf Federn zu warten und dann irgendwo bei 15 Sekunden oder so was zu probieren. Ja. Aber das ist halt auf einer Map wie Nuke extrem schwierig, weil warum sollten die CTs Fehler machen? Auf Inferno zum Beispiel, klar, da kriegt man vielleicht mal den Frag in der Action oder auf lang. Oder am kleinen auf Contact, aber hier ist es halt extrem schwierig. Ja, außer vielleicht halt außen, wenn sich da genau so angestellt wird. Ja. So wie dazu. Aber jetzt auch mit Gas, aber auch wieder nicht unbedingt durchdacht, sondern einfach ein stumpfer Rush, der halt einfach erfolgreich war.
Nato noch, wird aber dann auch geholt von Kucher. Das ist eigentlich nicht mehr zu holen für 3D Max. Allerdings muss ich sagen, KHRN, der hat eben schon so mutig gespielt. Es ist wirklich eine All-In-Position. Also. Sollte jetzt Timing-Glück haben, obwohl jetzt Reflex unten ist. Steht da gut. Nicht Standard. Oh, nimmt noch einen zweiten raus, aber 12 HP noch. Das kann er nicht mehr holen. Problem war wieder, dass er den ersten macht, weil der vor der Flash rumzieht. Sein Main Flash steht, er zieht rum, stirbt. Flash kommt. War leider dann zu spät. Oh, Reflex mit dem dritten. Nur noch gegen Markelov. Wo ist denn die Bombe, dass die beide im Schacht rushen wollen? Die ist doch an der Rampe, oder? Ja, ja, die liegt Rampe oben. Das steht jetzt auch nicht. Boah, ja, unlucky. Aber schöne Runde noch von Reflex. Also Hellraisers. Verstehe ich jetzt auch nicht. Bombe halt, wie du schon sagtest, liegt noch da an der Rampe. Da wird erstmal der Schacht zu zweit gepusht. Und auch wieder die Runde, auch wenn sie die jetzt geholt haben, auch wieder glücklich und außen war jetzt auch wieder einfach nur so ein Stumpfieder-Rush. Stumpfieder, ja. Ja doch, war schon richtig, oder? Stupider. Stumpfieder, meine ich ja. ein Stumpflieder-Rush. Stumpfiger, nee, ein Stumpfieder-Rush. Ein Schlumpfiger. Ja, ist okay, ja. Nein, hast du recht. Allerdings spielen die Hellraisers außen allgemein sehr, sehr aggressiv, schon seit ein paar Runden. Auch jetzt wieder. Ja. Vielleicht auch das einzige Mittel, was ihnen da so einfällt. Marklov kann durchdrücken. Ja, aber 5 T-Runden sind schon ordentlich. Ja, absolut. Ich weiß jetzt nicht genau, wie Dark Harrison auf Nuke ist im Allgemeinen, also als CT oder so. Und bei 3D Max weiß ich jetzt leider auch überhaupt nicht. Aber schon mal nicht schlecht. So, Forcebar jetzt bei den CTs. Der Scout bei Xate. Weiß ich jetzt auch nicht, ob das sein muss. Dann haben sie auf jeden Fall eine Doppelspar danach. Er hat Glück, dass jetzt bei Hellraisers keine Arbe da ist. Er könnte schon mal dann jetzt vielleicht für ein, zwei Frags sorgen. Vor allen Dingen, wenn Hellraisers wieder so YOLO durchrennt. Aber jetzt. Aber gespottet. Ja. Wenn er jetzt keinen Support bekommt, dann sieht es ganz schlecht aus. Eigentlich den. Auf der Main. Ja, mal schauen, ob er da irgendwas machen kann. Ja, Dosia First Strike gegen Disturbed. Xate wahrscheinlich gleich mit dem Contact. Ja. Das bringt halt gar nichts. Machen. Reflex schleicht jetzt aber ab und könnte gleich vielleicht die Bombe picken, die einfach alleine da am Theod, auf dem Theod ist. Aber nur den Headshot. Auch Nato wieder mit einer guten Position. Oh, muss er eigentlich haben. Oh. Unlucky da von KRN, gibt aber noch einen schönen Shot. Keine Chance mehr, ist dann eingekesselt. Ja, und damit hat, obwohl man das sieht, ne, Hellraisers mit 20, 6 und 5 HP, war auch wieder knapp, aber trotzdem jetzt die Eco wieder auf Seiten von 3D Max. Das ist eigentlich gerade auch schlecht, was 3D Max macht. Ich meine, der Lochspieler darf halt gegen außen nicht sterben, er kann die Info sammeln, gut, aber er darf halt nicht facen, vor allem wenn er eine Farmers hat gegen eine AK. Gegen ein Team wie Hellraisers kann man eigentlich davon ausgehen, dass dann der Headshot fliegt. Ja, und dann Scout außen, wird halt in der Garage gespottet, ist halt so gut wie tot. Und dann fallen sie halt alle wie die Fliegen, Nato muss den Frag eigentlich haben. Ja, gut gespielt jetzt aber an der Rampe, Angel mit beiden Frags. KHRN. Boah, schöner Headshot da außen. Xate nimmt Simple raus, aber auch die Runde sollte normalerweise safe sein. Und, ja, knapp. Aber, wenn du das schon tut. So, nächste Runde. Würde ich mir mal gerne eine Arbe wünschen und keine Scout. Dann vielleicht einfach mal eine Glaskanone halt. Ja, und da ist er auch bei Xate, Mini-Kevlar. Was? Flash. Was hast du gesagt? Glaskanone, kennst du das nicht? Von nee. Diablo? Nee, ich bin kein Diablo-Spieler. Es tut mir leid. Auf jeden Fall Glaskanone, Arbe ohne alles. Ja, klar. Hat er jetzt, ja, und jetzt, wenn Harry das weiter so stumpf außen geht, dann hat genau er natürlich auch jetzt, genau diese Runde. Jetzt. Ja. Hat da die Arme und dann kommt sie halt nicht außen. Ja, gut gespielt. Ja, Markelov in der Pommes, Chance auf den First Pick. Gute Hits. Aber alle blind, CT und Terror.
6 für Aimed. So, Disturb müsste eigentlich noch den zweiten machen können. Schön von ihm. So, Angel jetzt mit dem One-on-One gegen die AWP. Genau jetzt in der Situation, wo er sie nicht gebrauchen kann, hat er sie dann. Bock geht aber gleich weg und Angel hat keine Ahnung. Und er rechnet niemals. Oh, guter Headshot. Aber leider. Oh, jetzt nimmt er die AWP. Oh, schön, aber schöner Headshot auch von Angel. Er hat eigentlich jetzt. Obwohl, ich gehe mal davon aus, er dachte, der Headshot irgendwie durchs Metall vielleicht oder so. Der hat halt vielleicht nur 60 HP noch. Und dann ja. Aber. Bitter. Das war halt wieder von Hellraiser nichts Gutes. Sie gehen einfach mit einer billigen Flash-Halle raus, flashen sich dabei sogar noch selber und trotzdem holen die Runde. Das ist einfach. Ja. Hat man ja gesehen, gerade eben schon. Wer war es? Makelov, der in die Halle gepusht ist, war halt auch komplett Gold. Jetzt wieder Tür Rush, aber das fällt KM durch. Kommt auch noch weg. Sehr schön gemoved. Auf den dritten. Gut von ihm. Hält damit die Halle alleine safe, aber auch nur, weil Hellraiser es nicht vernünftig nachzieht. Der NATO stirbt dann währenddessen oder sagen wir eher Radioraum, weil er gepusht ist. Gut aufgepasst da. Jetzt sieht es halt schon wieder schlecht aus. Oh, da hat er doch den Fuß gesehen, disturbed eigentlich. Ja, Bombe down. Auch irgendwie ein Move. Ja, vom Gedanken her war halt, glaube ich, was halt jetzt vielleicht in der Situation nicht gut war, aber der Gedanke war halt, Dozier faked halt unten. Ah ja, klar. Und macht Stress, hat auch weiterhin unten geschossen, aber war halt Pech, dass der Catch spielt. Aber in Tour 2 muss man das nicht unbedingt so spielen. Nee, aber ich denke mal auch mit dem Hintergrund, dass sie halt schon 8 T-Runden haben, dann kann man sowas vielleicht mal versuchen, den Gegner da auf falschen Fuß zu erwischen. Dass die vielleicht ein bisschen nervös werden und schnell schieben, wenn sie so wenig Runden haben. Bomber hat Dozier. Ah, da Neymar spielt es aber gut. Stehen jetzt eigentlich kompakt zu zweit. Oh, vielleicht nochmal Undercat und dadurch ist Disturbed komplett blind. Muss droppen. Gute Flash gegen Dozier. Der das eigentlich nicht holen kann. Ja. Disturbed wehrt sich dann noch. Aber Hellraiser ist gerade auch vom Aiming her besser, hat man in der Situation wieder gesagt. Muss Disturbed eigentlich direkt haben, den Frag. Hört die Leiter. Hat Glück gehabt, dass sein Mate aufpasst. Ja, trotzdem 8 T-Runden ist auf jeden Fall mehr als solide. Sollte eigentlich schon mehr als genug sein. Ja, jetzt gibt's wieder den außenschnellen Go, glaube ich. Wird wieder außen nicht gedeckt, also Harris hat auch gerade ein bisschen Glück. Die gehen halt immer genau dahin, wo gerade halt sozusagen die Schwachstelle ist. So, Rampen immer nachgesmoked von NATO, auch das nochmal Zeit rausgeholt, außen komplett offen, Reflex da mit der Mac, steht ein bisschen versetzt, steht nicht ganz auf einer Standardposition, könnte also eventuell eins mit ein bisschen Glück, zwei Frags machen, einen, aber im zweiten ein bisschen unlucky drüber. Und jetzt unten, jetzt kommt NATO schon über Fenster, oder passt aber auf. Ordentliche Nate von Disturbed. KRN zieht sofort aber Schacht nach. Letzter Spieler bekannt. Sollte er zumindest sein. Oh, ein Angel. Eigentlich ein guter Move, aber. Wie wird er eigentlich ausgesprochen? Khan? Krim? Ja, das ist auf. Ich wusste halt, glaube ich mal. Hast du am Wochenende vergessen, ne? Ey, der kommt, glaube ich, aus Source, wenn ich mich nicht recht. Gut, oder wirklich. Ist das ein 1-6-Spieler? Irgendwo auf jeden Fall, irgendwo erkenne ich den von früher. Wieder bei außen bei Hellraisers. Auch jetzt wieder ein guter Call. Ja, mit einer Teilkauf. Schnell Richtung Halle. Kocher. Der Fragging Sade. Die Halle nochmal abgesmoked. Eventuell, dass Markelov da gleich einen kleinen Move spielen kann durch die Smokes. Ich weiß es nicht. Stehen immer noch zu dritt in der Halle. Zwei über Cat, einer in der Halle unten. Wenn man sieht, die gehen halt wirklich nur auf Einzelskill. Kutscher geht halt außen ein bisschen vor. Die sind halt überall auf der Map, ne? Und halt krass. Habe ich nicht gesehen. Schade.
Schleicht halt Leiter hoch, ist gerade auf der Leiter oben. In der Sekunde nadet er oben Catwalk und den nadet ist direkt überm Loch und tötet ihn halt. Ja, keine Chance. Gucken. AJ vielleicht noch ein bisschen Schaden. Boah, schönes Gesicht. Schönes zweites Gesicht. Keine Chance, wenn ich sowas sage, ne? Das waren da zwei Gesichter, nicht mehr viel falsch gespielt von 3D Max. Jetzt musst du Stirred einfach auf Zeit spielen. Angel spielt das jetzt gut. Die Runde kann er holen. Kommt schnell zum Plant. Und sie hören, ja. Sie das gehen war noch. Nicht mehr nur unten liegt. Ja. Na gut, den Schacht hätte man halt hören können, ne? Aber sonst. Das ist jetzt schwer zu spielen für Angel. Am ersten. Oh! Oh, die Money lädt 2 HP bei Natu. Oh! Aber krasse Shots von Angel. War wirklich krass. Ja. Aber ist ja doch, wenn ich dann in so einem Spiel auf Harry das wette, dann macht er nicht einen Track davon. Aber wirklich krasse Shots dabei. Also die ersten beiden waren krass. Ja, aber auch da die Absprache jetzt bei dem Retake wirkte auch nicht so prickelnd bei 3D Max. Ich meine, man hat ihn ja auf der rechten Seite gespottet, Tür ist nicht aufgegangen. Ja, und trotzdem null Fokus auf die rechte Seite gehabt. Zumindest der erste, der aus dem Schacht ging. Ja, Pause. Problems. Und jetzt bin ich mal auf die T-Leistung von 3D Max gespannt. Die CT-Seite war jetzt nicht so überragend. Der, ja. War halt eigentlich nichts Gutes von Hellraiser. Sie sind halt einfach nur gerusht, irgendwo doof außen. Und 3D Max sind wie die Fliegen gefallen, also. Schön, so kann man die erste Halbzeit zusammenfassen. Er ist halt wirklich so. Ja, ich weiß. Man hat halt nicht einen gesehen von Harry. Okay, ich glaube, in der ersten Equipped haben sie außen mal einen Smokehawk gespielt, wo sie zu viert runter sind. Und danach kam halt nichts mehr. Dann sind sie außen mit Gas. Ja, und da war halt auch immer so ein bisschen so die lucky Entscheidung bei Hellraisers. Halt, gehen halt außen, keiner deckt außen. Sie gehen Halle, in der Sekunde hat der außen einen Scout. Und das war halt der eigentliche Main-Spieler sozusagen. Und dann sind halt nur zwei in der Halle. Mir hat eben nochmal geschrieben, wie du das Fußballwochenende fandest. Aber ich bin nicht gesehen, von daher mir egal. Ach so, jetzt auf einmal. Also ich will jetzt nicht, aber ich hab's genossen, würdest du nur sagen. Du hattest andere Probleme, ne? Ich war in Probleme. Arena. Ja. Ach, klasse, ich mag Pausen. Aber wir könnten ja vielleicht schon mal kurz drüber sprechen. Weißt du zufällig, ja, du weißt es wahrscheinlich schon wieder, wie ich dich kenne, wer der neue Fünfte wird bei Planet Key? Nee, ganz ehrlich, nein. Echt? Okay. Also, die sind sich, so viel ich weiß, sind sie sich selber noch nicht ganz schlüssig. Na, Struxi hatte irgendwie sowas gepostet irgendwann letzte Woche von wegen, ja, vielleicht können wir diese Woche schon was announcen, aber... Vielleicht kann also ich ihn ja gleich überzeugen. Steht ja auch im Raum, dass halt sie halt so weiterspielen. Ja, also ich meine, geklappt hat es ja auf dem Finals. Ja, das Problem ist ja, ihnen geht es ja bei den Line-Up-Wechseln nicht darum, einen auszutauschen, sondern darum, dass sie die Major nicht mitspielen können. So, und so behältst du jetzt Clue für die anderen Events drin und nimmst dann noch einen anderen für halt die Events, wo er gesperrt ist, aber das ist halt auch Unsinn. Ja, also ich habe mir da schon so 1, 2, 3, 4 Spieler vorgestellt. Die du gleich bestimmt nennen wirst. Ich meine ganz ehrlich, viele Spieler haben die nicht zur Auswahl Planet Key. Das ist richtig, nicht, aber... Weil nicht so viele Spieler auf dem Markt sind, sondern weil vielleicht auch viele Spieler nicht mit in einer wollen. Ja. Aber das reden wir gleich sicherlich nochmal drüber. Wir schauen jetzt auf die Piste, die 3D Max sich hier ausgedacht hat. Und auch für sie geht es relativ zügig nach außen. Reflex mit dem First Contact, Hits gegen Simple. Auf jeden Fall sehen wir ein paar Granaten mehr als vorher bei Harry das. Boah, einfach durch die Smoke. Ich weiß gar nicht, wer es ist. Da unten schon eingenommen. Trotzdem sehr, sehr. 3D Max geht jetzt wieder in die Main rein, glaube ich. Ausschaut vom Aufbau her. Oder sie wollen wirklich den Bombenspieler im Schacht droppen lassen. Ne, es geht Main rein.
Und die Deckung in der Halle steht eigentlich ganz gut. Dose aber lebt da viel halt zu lang. Boah, nochmal. Ja, wieder veraimt. Und dadurch eine 5er Runde. Der Go an sich eigentlich gut gespielt. Also. Ja, also vom Prinzip her war es gut, aber da hat halt jeder veraimt. Dosia steht halt über der Tür, reloadet, drei Leute schießen auf ihn und der überlebt halt mit 79 HP oder so. Ein Schutzschild aufgebaut. Und das ist jetzt mal was ganz komisches bei Harry. Mit zwei Scouts auf Duke in der Anti-Eco. Simpel außen, okay. Angel wahrscheinlich mit Scout. Okay. Hm. Na, wenn du Halle halt einmal verschießt mit der Scout, dann kann das schon eng werden. Simpel hat schon den ersten Hit gesetzt. Boah, gutes Timing. In der Pommes da von Reflex nimmt er Dose ja raus, damit eine M4 weniger. Die sich aber jetzt Angel sicherlich packen wird. Oh Gott, kriegt halt direkt das Gesicht an der Rampe. Ja, nimmt aber Kahn raus und jetzt 3 gegen 4 Situation. Keine Waffen bei 3D Max, keine kann gepickt werden. Marke läuft dann noch Undercat. Oh, fällt. Oh, Disturbed auch noch gegen Angel. 2 gegen 2. Eine Scout immer noch am Mann. Und eine Farmers. Jetzt bei Xate. Simpel, schön. So, viel Spaß. Disturbed. Hat leider nur die P250. Ach, keine Chance. Aber gute Eco. Und absolut. Die werden jetzt, denke ich, auch kaufen. Erasers hat ziemlich viele Waffen verloren. So, M4 wird auch schon mitgebracht. Werden auf jeden Fall kaufen. Und Hellraisers wird genug Equipment haben, aber wenn sie die Runde verlieren, sieht es schlecht aus. Spawn von den Towers schauen, die haben guten Halle-Spawn, aber ich glaube ich keine Nades oder so, oder die spawnen schon nicht raus. Wenn wir das mal wissen jetzt. Die Fläche sieht man anscheinend, die Doppelflecht. Der Rest nicht so. Wieder außen. Simpel mit dem. Oh, sehr schön von Kahn gegen Angel. Simpel war es, glaube ich, der auch noch eine Info hatte außen. Jetzt hat man Dosia und gleich Simpel wahrscheinlich sogar. Für die Deckung außen. Ja, das ist gut jetzt durch die Smoke. Simpel steht da nicht gut. Ja, rotiert jetzt auch. Ah, schönes Gesicht von Disturb. War genau der richtige Move von Hellraisers. Sie haben gesehen, Abgang runter und haben direkt zu dritt die Rampe gespielt. Was eigentlich eine sehr kluge Entscheidung war. Ja, und viel schlimmer ist jetzt auch noch Bombe down, aber ich glaube nicht, dass er ja mit NATO rechnen wird. 4 HP noch bei NATO. 2 gegen 2. Oh, und Simple Gaster einfach in die Main. Bombe immer aber noch Bombe down. Wird aber schon. Ich muss eigentlich auf Kahn warten. Na, Dose hat natürlich das Problem, dass er jetzt eigentlich irgendwas ausschließen muss, genau das. Dass da keiner von hinten kommt. Oder von unten oder von sonst wo. Und damit, ja, die Runde. Ach, geht das auch nicht mehr? Doch, warte mal. Geht das bei dir, die wunderschöne Q-Taste aller, wo du halt die Rundengewinne und sowas anschauen kannst? Bei mir wird da... Macht man das denn? Bei mir ist es Q, standardgemäß ist Q. Ja, keine Ahnung. Alles klar. Da ist wahrscheinlich was anderes drauf. Dann die Minimap auch auf, ne? Ach, keine Ahnung. Was sind da, Last Word News, ne, hab das nicht geweint. Auf jeden Fall die Anti-Eco spielt 3D Max relativ souverän bis jetzt runter, gehen zu 5 außen. Ja, Markelov geht auch down. Dosia, Kucher und Angel jetzt nochmal mit dem Push am Abgang. Angel bekommt eine gute Granate und auch noch eine gute Flash und auch noch eine gute Smoke. Also safe runtergespielt. Boost, Reflex deckt währenddessen noch. Date deckt Main und Abgang, also sehr gut gespielt gerade von 3D Max.
Boah, jetzt hat er gerade Pech. Aber naht, pass auf. Und tschüss. Noch nicht. Na gut. Ein Damage. Na gut, ihr seid auch sehr, sehr weit geflogen. Mit einem 43er Bizeps setzt sich wird klar. So, wie ich sie kenne, kaufen, würde ich behaupten. Ich spiele noch eine Eco. Normal kennt man das ja immer von diesen ganzen Ostblock-Teams, dass sie einfach sehr oft forcen. Na, wie auch eben. Direkt in der zweiten Runde gekauft nach Bombenplant. Emax baut Standard auf, aber komplett über Vorraum. Ja, und Hellraiser spielt eigentlich ein gutes Antigrad dagegen. Schon außen viel, viel Raum eingenommen. Jetzt geht es eigentlich für die anderen Spieler nur noch Zeit rauszuholen, dass man da vielleicht nachpushen kann über außen. Ich weiß nicht, ob sie sich das trauen. Nee. Angel, first try. Schön ins Gesicht. Jetzt kommt Rampe. Kocher. Und jetzt geht da gerade 3D Max ein bisschen alleine vor. Weil zwei Leute gefehlt, sonst wären wahrscheinlich auch die Reflex gekommen. Schlecht aus, NATO auch nur 16 AP. So, und Dosia macht da die Rampe hinten zu. Oh, sie stehen eigentlich sehr, schwer. Sehr gut. Wichtig ist halt jetzt gleich Makeloff, dass er da ein bisschen Fokus auf sich zieht oder umgekehrt. Einer von den beiden. Das muss jetzt zumindest klar abgesprochen werden. Meiner Meinung nach Makeloff fast die bessere Position hat, die er jetzt auch noch aufgibt. Dark jetzt bekannt. Ah, unlucky. Rampe schnell nachgepusht, Dosia. Geht aber down und jetzt ist es nur noch Makeloff. Der steht am Fenster. Das ist eine gute Position, die er da gewählt hat. Eine sehr gute. Oh! Han hat das Reed kann. Schön gespielt. Aber gute Eco, die war sehr, sehr knapp. Wenn sie das da ein bisschen besser halten an der Rampe und ja, Makeloff da vielleicht nicht verschiebt, sondern am Fenster ein bisschen Fokus auf sich zieht, dann kann er unten aus dem Dark was also machen. Das Problem ist, dass auf einmal von Hellraiser halt alle gefallen sind, weil sie überall gepusht sind. Der eine Spieler an der Rampe macht halt den Work, war okay, dann stirbt er halt unglücklich. Aber dann pusht halt auch in der gleichen Sekunde Schacht einfach raus. Und durch eine Smoke, wohlgemerkt, und ja. Aber Hellraiser sehen wir direkt die Arbe aus und er setzt auch direkt den Hit. Boah, schönes Reflex. Auch hier jetzt wieder bei D-Max einfach die Fracks und der Frack und der Legshot gefallen, weil vor dem Smoke gegangen wird. Darf eigentlich nicht passieren. Ja, aber auch bei 3D-Max sieht das gerade relativ planlos aus. Ich glaube, der Plan am Anfang war halt wieder, dass sie zu zweit außen runterschicken. Dann wieder die Rampe attackieren, aber dadurch, dass ich außen gerufen habe. So, sind wir jetzt an der Rampe, rotiert. Zusammen mit Kucher. Ja, spielen sie gut. Kucher bekommen sie auch nicht aus dem Spiel. Nur noch Reflex. Schöne Runde von Simple. Drei Frags. Gute Deckung an der Rampe. Nichts Besonderes, aber hat ihn natürlich direkt in die Karten gespielt. Da dieser Hit außen gegen Reflex und dann auch direkt der Frag. Ja, weil halt leider vor den Smokes rumgegangen wird. Sonst die Runde vielleicht anders aus und sie kommen Abgang runter. So, wieder außen, wieder der First Track da auf Seiten von 3D Max und wieder. Jetzt kommt die Smokes. Nicht von 3D Max, sorry. Jetzt, wo die Smokes. Jetzt, wo der First Track gefallen ist, kommen die Smokes. Simple hat da eigentlich noch wenig Chancen, was zu machen. Mal schauen. Hat er jetzt einen aggressiven Move? Ja, Dosia macht zwei, fällt dann, aber Angel ist auch noch da. Und es ist NATO wieder alleine gegen den Rest der Welt. Eigentlich auch wieder unholbar. Aber wieder nicht außen nicht gut gespielt, wie du das eben schon gesagt hast. Also jetzt zweimal hintereinander, einer gestorben und Legshot. Boah, die Smokes aufgehen, das ist halt. Scheiße. Gute Flashkocher ist komplett blind. Ja, Makeloff supportet ihn aber. 12. Runde für die Hellraisers und wir schauen mal auf das Geld von 3D Max. Da ist nicht viel vorhanden. Diese Runde sparen, nächste Runde kaufen. Wir können auch einmal ganz kurz auf die Frags schauen. Das ist bei Hellraisers, Angel und Simple, die meisten Frags haben und auf Seiten von 3D Max
Im Moment Natu, Khan und Disturbed. Nehmen sich alle gar nicht so viel. Xate fällt da ein bisschen ab. Daran liegt's eventuell. Ja, vielleicht liegt's gar nicht da. Ich finde gar nicht, dass die aim-technisch so schlecht sind, gerade 3D Max. Wir haben halt jetzt zweimal in wichtigen Runden. Dumme Fehler gemacht. Fehler gemacht. Stimme ich Ihnen zu, Herr Jacobi? Simpel muss man dazu sagen, ich spiele gerade auch eine gute AWP. Hittet die Shots, ja, und dann. Vielleicht das, was 3D Max auf der 10. Hälfte so ein bisschen gefehlt hat. Außen auf jeden Fall, ja. So, Angel kommt jetzt noch als Support an der Rampe. Kommt noch ein Headshot. DIA hat man gehört. Noch Khan in 1-on-5. Und Markelov macht ihn. 5er Runde, keine Waffe abgegeben. Gutes Geld auf jeden Fall noch bei Hellraisers. Ja, und ein Halle Rush fällt zum Beispiel komplett flach. Dadurch, dass Hellraisers wirklich jede Runde Pommes und Türen mollied, kann man eigentlich einen Rush vergessen. Und weiter keine AWP. Ja, schauen, auch jetzt. Ja, erzähl. Ja, ich würde sagen, wir gehen wieder nach außen. Mal schauen, ob diesmal gewartet wird. Wie du gerade schon gesagt hast, wir sehen das auch jetzt wieder. 3 Molotovs sogar bei Hellraisers. Ich glaube, 2 sind jetzt schon verworfen, jawohl. Kucher bekommt da gute Hits an der Rampe. Reflex mit dem Refrag. Und auch mit dem zweiten außen. 3 gegen 3 Situation. Kucher an der Rampe müsste auch noch bekannt sein. Dosia allerdings mit einer ganz guten Position. Ich glaube nicht, dass 3D Max das direkt auf dem Schirm haben wird. Wenn Dosia da jetzt nicht nervös wird, kann das eine sehr wichtige Position werden sogar für die Runde. Reflex außen vor, obwohl Disturbed schiebt jetzt auch nochmal komplett weg. Wollen da wohl sich, na, Reflex wird wahrscheinlich gleich über die Backstabber machen. Jetzt mit ein bisschen Glück Kuchen holen, aber gutes Timing für den Molotov. Wenn sie jetzt Richtung Rampe geht, dann sieht er wieder sehr schlecht aus für Leute. Ach, ja, so viel dazu. Noch Reflex. Zieht da noch einen. Dosia ist noch im Vorraum. Noch vor der Zeit sterben, jawohl. Ein Geld, müssen aber eigentlich kaufen, es sei denn, ich bin auf Draw. Doch. So, wir schauen. 3D Max. Ja, wieder ruhiger Aufbau. Sieht aus, als würden sie da gucken. Ganz jetzt kurz. Jetzt denke ich einfach Halle rauswaschen. Nato hat eine Flash. Ja. Boah, gute Nate wird jetzt einfach über Pommes flashen und dann wird's reingehen. Wartet noch das Timing von seinen Mates. Da kam jetzt gerade halt die Ansage: Warte, Pommes smoked. Der Razors verzögert das gerade sehr gut. Ja, aber auch Hits an der Rampe gegen Kucher. Nochmal eine Smoke. Ach, das spielt Hell Razors auch wirklich gut gerade. Haben sie noch eine? Nee, aber Molotov. Wenn man noch, sieht, aber Markelov steht auch schon auf Anti-Flash. Also wird. Er nimmt halt gar nichts ab, er steht nur auf Anti-Flash. So, nur 40 Sekunden auf der Uhr. Nato bekommt gleich grauen Star. So, jetzt kommt die Flash. Die ist nicht so verkehrt. Keine Chance. Sind wir sogar in der Halle mit der AWP. Und damit das Draw auf jeden Fall schon mal sicher. Für Hellraisers 15 zu 10. Ich bezweifle, dass 3D Max hier nochmal 5 Runden am Stück holt. Wieder außen, wieder mit Smokes. Da macht Simple mal einen richtig aggressiven Move mit der AWP. Ja, spielt das sehr, sehr flexibel. Der könnte auf jeden Fall belohnt werden, der Move. Ist natürlich immer noch mal so ein bisschen
Fokus auf dem Felsen halten. Aber 3D-Max spielt das auch echt anti, aber das klappt wieder nicht, wieder simpel. Na, wie du schon sagtest, der setzt die Shots aber auch. Aber der bewegt sich auch außen nicht weg, ne? Das, aber das jetzt kann er auch wieder sagen, dass nichts ist. Ah! Was war das denn für ein Headshot? Simpel! Hast du den gesehen? Yep. Ich wollte gerade sagen, er sieht ihn zwar, hätte halt den Headshot machen müssen, verschießt und dann gehe ich halt auf Simpel in der Sekunde und Flatsch! Schöner Shot von Simpel. Also gutes Spiel auch von ihm aus mit der AWP. Gute Ergänzung in dem Spiel.